Jetzt hat er ein kleines Häuschen. Halt echt noch alles da. Ja, die ganzen Jacken. Sieht immer noch ein Mann aus. Der könnte auch Leo hier unten haben. Herrlich. Dieses Mal erkunde ich gemeinsam mit Dennis in unserer Belgien-Tour 2022 ein kleines, verlassenes Haus mit zahlreichen Details. Welche genau seht ihr in diesem Video? Im Haus der Gläubigen. So Leute, die nächste ist die kleine Location hier. Mal schauen, ob wir noch reinkommen. Ein bisschen ist das Equipment umgebaut. Mal gucken, was passiert. Würde ich sagen. Da steht eine kleine süße Nähmaschine. Das ist ein kleines Häuschen. Halt echt noch alles da. Hier, die ganzen Jacken. Sieht immer noch ein Mann aus. Der könnte auch Leo hier unten haben. Herrlich. Doch hier noch alles. Hergerichtet alles quasi. Sogar. Ja. Das ist ein Bad. Zum Kaffee trinken. Hier eine ganz komische Substanz scheinbar. Ganz wildes Ding. Hier. Die mega kleine Küche. Mega klein. Okay, da unten geht es sogar noch im Keller. Dennis, warst du im Keller? Schlafzimmer. So wie es aussieht. Auch hier.
Das. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Ich habe keine Ahnung. Ziemlich krass. Ziemlich wild. Eine Kinderkleider, meiner Meinung nach. Boah, das ist schon wild. Hier ganz viele Bilder. Ziemlich krasse Nummer auf jeden Fall. Sehr, sehr klein. Echt auch. Hingeräumt. Die genau dafür Fotos zu machen oder so. Ziemlich wild. Schon alles durchwühlt. Aber auch alles zurückgelassen. Echt krass. Ziemlich wild. Gehen wir runter auf jeden Fall. Ziemlich krasses Ding. Das ist das, was ich meine bei Ihnen vorgestellt habe. Kleine Locations. Mit der Location. Ziemlich geiles Ding. Jo, ich gehe jetzt wieder raus. Ich bin gespannt, wie ihr es findet. Ja, bis später. Mal schauen, was wir noch so finden. Auf unserem Trip. Letzter Tag heute übrigens. Geile erste Location. Zum Auto. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Like, Abo, Kommentar nicht vergessen. Schaut bei Dennis vorbei, der war wieder mit am Start. Geiles Ding. Grace Cox.